Wenn es um die Taufe geht, viele Leute sagen, die Taufe sei heilsnotwendig. Mhm. Zum Beispiel Katholiken sagen, du musst dich taufen lassen, um in den Himmel zu kommen. Und sie berufen sich dabei zum Beispiel auf Markus 16, Vers 16, denn da steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann sagen sie, ja siehst du, wer nicht getauft wird, kommt nicht in den Himmel. Aber hier steht, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also der Grund, dass jemand nicht in den Himmel kommt, sondern in die Hölle, ist, dass er nicht geglaubt hat. Das hat nichts mit der Taufe zu tun. Die Errettung ist allein aus Gnade durch Glauben, sagt die Bibel. Genau. Das hat nichts mit der Taufe zu tun. Aber warum sollen wir uns dann taufen lassen? Was ist die Symbolik bei der Taufe? Worum geht's da? Ja, ich habe von einer Predigt gehört, taufen zu lassen ist wie ein Ring zu tragen, wenn man verheiratet ist. Ne? Ohne Ring bedeutet nicht, dass man nicht verheiratet ist. Ist einfach ist ein Zeichen für die anderen Leute, dass man verheiratet ist. Und es gibt auch einen Sinn für Verantwortung. Deswegen, wenn man an Jesus glaubt, natürlich ist Taufe oder ohne Taufe ist Gottes Kind. Ja. Aber mit Taufe, wenn man sich taufen lässt, dann hat man eine Identität, dass man eigentlich Christ ist vor anderen Menschen. Man kann in einer Gemeinde, durch eine Gemeinde getauft werden und das gibt eine Sinn für Verantwortlichkeit. Und man kann durch Taufe Gott besser dienen. Ja. Ja. Genau, denn die Taufe, was stellt die dar? Die Taufe stellt die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung dar. Und die Bibel sagt, dass wir mit Christus gekreuzigt sind und mit ihm auch wieder auferstanden sind. Also wir haben ewiges Leben bekommen. Und das stellt die Taufe dar, dass das abgeschlossen ist, dass wir ewiges Leben bekommen haben, weil wir geglaubt haben an Jesus. Und für mich ist es so lustig, wie Leute sagen, dass auch ein Besprinkeln mit Wasser in der katholischen Kirche, dass das auch eine Taufe sei. Weil ganz ehrlich, seit wann begräbt man jemanden, indem man einfach ein bisschen Erde auf den Sarg wirft? Sondern der Sarg, der kommt ganz unter die Erde. Jesus war unter der Erde. Und Jesus spricht zum Beispiel auch von dem Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Prophet des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus war unter der Erde. Das kann man nur symbolisieren, indem man ganz unter Wasser geht. Weil, genau wie du meintest, es ist wie ein Ehering. Man ist dadurch nicht verheiratet, indem man einfach einen Ring trägt. Man ist auch nicht gerettet, indem man sich einfach taufen lässt, sondern es ist aus Gnade durch Glauben. Aber man zeigt eben ja, damit an, was geschehen ist, was Jesus für einen getan hat. Und es geht dabei eben nur um die Symbolik. Aber gerade weil es nur um die Symbolik geht bei der Taufe, ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass man die Taufe richtig durchführt. Das heißt durch Untertauchen, weil Jesus unter der Erde war. Wenn wir Seelen gewinnen gehen, es gibt auch die Leute, die sagen, ja, ich bin als Kind getauft, deswegen komme ich in den Himmel. Aber ja, natürlich muss man an Jesus glauben, Gottes Kind zu werden. Ja, egal, ob man sich taufen lässt oder nicht. Es gibt auch die Leute, die sagen, ich bin als Kind getauft, aber später habe ich einfach diese Entscheidung treffen, dass ich Jesus nachfolgen möchte. Aber das ist trotzdem keine Taufe. Ne? Natürlich, wenn man an Jesus glaubt, wenn man an Jesus vertraut, ist man Gottes Kind. Er hat Heiligen Geist in dir. Genau? Aber wenn man sich taufen lässt, dann ist man mit Heiligen Geist erfüllt. Man bekommt diese Motivation, diese Ermutigung, Gott besser zu dienen und Seelen zu gewinnen. Ja. Genau. Und Kindertaufe hilft nicht. Mhm. Es gibt keinen Sinn. Das ist nur Traditionen von Menschen. Ja. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Absolut, Amen. Also die Kindertaufe ist keine legitime Taufe. Ja. Zum einen, weil die meisten, wenn sie von Taufe sprechen, dann meinen sie katholische oder evangelische Taufe. Also was kein Untertauchen ist, wo eben, das ist keine richtige Taufe, sondern einfach nur dieses bisschen Besprenkeln mit Wasser. Und wir lesen aber in der Apostelgeschichte, wann jemand getauft werden kann. Vielleicht kannst du das einfach kurz vorlesen. Genau, in Apostelgeschichte Kapitel 8 sagt die Bibel hier, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und dieser nächste Vers ist von vielen neuen Bibelversionen entfernt. Der wird entfernt aus vielen Bibeln, richtig. Genau, ja. Und weil sie folgen dieser katholischen Bibel und die katholische Kirche, sie akzeptieren Kindertaufe,
Und sie haben diesen Vers einfach von ihrer Bibel weggenommen. Das lese ich jetzt. Vers 37. Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Ja, genau, also wo wir eindeutig sehen, dass er glauben musste, bevor er getauft werden konnte. Also der Glaube geht der Taufe voraus. Denn, und das kann ich mal vorlesen aus 1. Petrus, in 1. Petrus 3, Vers 21, da lesen wir: Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Wo wir also lesen, dass es bildlich ist, die Taufe, und dass es nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Also dadurch werden nicht unsere Sünden gezilgt, dass wir uns taufen lassen, sondern es ist das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, ich habe schon das gute Gewissen, dadurch, dass ich geglaubt habe, dadurch ist mein Gewissen gereinigt durch den Glauben an Jesus Christus. Er hat mir für meine Sünden bezahlt. Und jetzt ist das meine Antwort, dass ich mich taufen lasse. Ich antworte darauf, indem ich mich taufen lasse. Und ein Kind kann das nicht tun. Ein Kind kann nicht wirklich glauben. Ich meine, ab einem bestimmten Alter, ja, klar, aber ich meine, kein Baby. Also diese Kinder- oder Babytaufe, die ist völlig unbiblisch. Ja, Amen. Amen. Und was man auch noch, auch in dem Zusammenhang sagen kann, ist Römer 6, Vers 4. Denn da lesen wir, worum es bei der Taufe, wenn wir uns taufen lassen als Christen, was wir ja damit auch anfangen eigentlich. Denn hier steht in Römer 6, Vers 4: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wo hier nochmal wiederholt wird: Wir sind begraben worden, sinnbildlich durch die Taufe, und wir lassen uns taufen, ja, weil wir in einem neuen Leben wandeln wollen. Also mit der Taufe drücken wir aus: Wir sind gerettet und jetzt wollen wir in einem neuen Leben wandeln. Wir wollen im Geist wandeln, wir wollen Jesus Christus nachfolgen. Und ein kleines Kind, ein Baby, kann nicht Jesus nachfolgen. Warum sollte er sich taufen lassen? Was ich auch schön finde, was wir in Lukas Kapitel 3 lesen, als Jesus sich taufen ließ, was da geschah, denn da steht: Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also wir sehen, als Jesus sich hat taufen lassen, da kam der Heilige Geist auf ihn herab, er wurde erfüllt mit Heiligem Geist. Und was ist das Nächste, was wir hier lesen? Da steht: Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Also als er mit seinem Dienst begann. Also wir sehen, als Jesus sich hat taufen lassen, da hat er mit seinem Dienst auf der Erde hier begonnen, das Evangelium zu verkündigen. Und daraus können wir eben ableiten auch für uns, was wir auch in Römer 6, Vers 4 gesehen haben, dass es eben bedeutet, Jesus nachzufolgen, Gott zu dienen hier auf der Erde, wenn wir uns taufen lassen. Weil wir zeigen damit an, was geschehen ist, wir sind gerettet und jetzt wollen wir Jesus Christus nachfolgen. Und ja, wie du schon meintest, man kann Gott viel effektiver dienen, wenn man sich taufen lässt. Weil dann tut man das aus Gehorsam Gott gegenüber, ja, was er geboten hat. Und das ist ganz wichtig, weil viele Leute fragen: Ja, warum soll ich mich taufen lassen? Warum, warum, warum? Ja, darum, weil Gott es gesagt hat. Natürlich könnte man sagen, ja, ist ja nur Symbolik, aber es geht eben darum, aus der Taufe auch zu lernen, was hat Jesus für mich getan, um das zu veranschaulichen. Und ganz ehrlich, wenn man Gott gehorcht, auch wenn man vielleicht nicht alles versteht, was in Ordnung ist, aber wenn man Gott gehorcht, dann wird man gesegnet und wandelt im Geist und kann Gott erst dann richtig dienen. Und das sehen wir eben auch erstaunlicherweise bei Jesus, denn hier steht dann in Kapitel 4: Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also wieder voll Heiligen Geistes, nachdem er getauft war. Und ein bisschen weiter: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Also wo wir eben sehen, er ist im Geist gewandelt, in der Kraft Gottes. Natürlich, er ist Gottes Sohn. Logisch, aber wir sollen eben von seinem Leben lernen. Wir wollen Jesus Christus nachfolgen. Wir wollen das tun, was er uns vorgemacht hat. Das würde eben bedeuten für uns: Wenn wir gerettet sind, geglaubt haben, lassen wir uns taufen. Das ist der Schritt in ein neues Leben, Gott nachzufolgen, im Geist zu wandeln. Genau, ich möchte auch unsere Vorschauer einen Hinweis geben: Wenn man an Jesus geglaubt hat,
als erster Schritt, man muss sich taufen lassen. Ne? Man muss einen Pastor kennenlernen, irgendwo, der wirklich gerettet ist, Heilsicherheit glaubt, mit ihm reden und sich taufen lassen. Dass man auch in der Gemeinde, auch mit dem Pastor zusammen wachsen kann oder man einfach eine sehr starke, effektive Seelengewinner werden kann. Genau. Amen. Amen.